Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von No Man's Sky Next auf der Xbox One X. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir sind gerade weiterhin dabei, einen Basiscomputer zu bauen, um eine riesige Base für diesen schönen Gag zu bauen. Natürlich, wir haben mit meinem Kumpel Doxtex. Ja, und weiter geht's aufs Gebäude. Zum Glück wurde der Rest von gestern nicht gespeichert. War nämlich sehr ärgerlich. So. Bauen wir hier hinten Basiscomputer. So. Sonartest bestätigt. Aktueller Ort ist für Bau geeignet. Such nach kartografischen Archiven. Warnung. Oh, leck mich. Oh, okay. Ich kann hier nicht bauen. Ich kann auch nicht wieder entfernen. Oh Mann, das ist so nervig. Meine Lebenserhaltung ist von Arsch. Okay, dann lass mal die Pläne runterladen. Okay, so geht's auch. Ich kann auch deinen benutzen. Holzwand kann ich jetzt bauen. Nice. Ich brauche aber Kohlenstoff. Okay. Ah, diese fetten Pflanzen hier machen Kohlenstoff. Ja, ich hole mir jetzt ganz viel Kohlenstoff und dann gleich eine fette Base bauen kann. Ja, ich kann deinen benutzen. Meinen da hinten kann ich jetzt vergessen. So, ein Unterschlupf bauen, um... Oh Mann, der Bildschirm ist ganz schön abgekackt. Auf 5,2 Radio. 13,4 Grad, 1,8 Grad Toxine. Okay, die kann ich irgendwie nicht abbauen, aber da ist was. Oh, wie viele Tiere hier einfach sind, richtig schön. Okay, yeah. Gib mehr. Boah, nice, einfach Komponentendeko. Ja. Yeah. So. Ich baue da mal hier meine Basis. Oh. Nice. Oh, was denn hier passiert? Miese Zeiten. Ja. Ah, mein Strahlenschutz. Jetzt bau doch mal. Oh, ein Sturm kommt. Eine radioaktive Superzelle, das ging gar nicht gut. Ich hab irgendwie verkackt. Oh Mann. Wow, schönes Haus. Ich warte hier kurz, bis sich mein Anzug wieder regeneriert hat. Dann gehe ich wieder raus und baue weiter. Ich decke. So. Oh, ich liebe dieses Spiel. Boah, Mann, oh Mann, 9,4 Rad. Ah, oh, scheiße. Das ist ja richtig heftig hier, Leute. Ah, da hinten ist Kohlenstoff. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich brauche Kohlenstoff. Ich glaube, jetzt farme ich erstmal so viel Kohlenstoff ab. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Dass ich meinen Laser aufbauen kann. Wieder füllen kann. Und dann mache ich mit dem noch mehr Kohlenstoff.
Das ist ein guter Planet, wenn man Kohlenstoff braucht. Oh shit, zieht euch den Sturm rein, Leute. Boah, Killer. Oh scheiße, mein Strahlenschutz, der lässt ja schon nach. Ich hab gekillt mit dem Laser. Oh, ich muss meinen Laser aufladen. Oh man, der Sturm ist richtig heftig. Ah, Sturm löst sich auf, dann kann ich gleich hier draußen bleiben. Boah. Das liebe ich an diesem Spiel, einfach die Natur, dass sie ihren eigenen Weg geht. Ja, nur noch 6,5. Es geht wieder runter, ich komme trotzdem mal rein. Mein Strahlenschutz nimmt ab. Habe ich jetzt mein ganzes Kohlenstoffverbrauch? Nee, ich habe noch 3 übrig. Nein. Ah ja, ich muss. Was ist? Ist hier in der Nähe eine Fabrik? Wow, zeig mal. Ja, ich weiß schon. Langsam kenne ich das Spiel. So nach Strukturen orten. Okay, planetarer Radarscan eingeleitet. Yeah. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Notfallsignal entdeckt. Das ist aber bei uns, oder? Nee, das ist ganz schön weit weg. 2 Stunden. Ich flieg mal nachher zum Notfall. Oh, geil, da ist ein verlassenes Raumschiff. Das gönne ich mir gleich. Vielleicht ist das dieses Alien-Raumschiff, was wovon mir Ramon im Unterricht, nicht im Unterricht, in der Bibliothek hat es mir gezeigt. Da hinten beim Notfallsignal ist 2 Stunden. Ich habe gerade den planetaren Scanner benutzt. Oh, man gönnt sich ja sonst keinen Kohlenstoff. Oh ja, Kohlenstoff, das brauche ich hier unbedingt, um die Scheiße zu bauen. Ein schönes Haus. Ja. Okay, vielleicht ist da hinten ein Pilot in Not, den müssen wir gleich retten. Oder er ist tot. Was wohl er zu tun? Oh. Ich flieg dann nachher hin und guck mal. Bleibst du hier? Ob du hier bleibst? Ach so. So einfacher Kommandant, ne? Oldschool Kommandant. Boah, das Bauen macht so viel Spaß. Nee, Uran habe ich noch nicht gefunden. Ja, ich baue gerade. Ah, ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Oh Mann, das leckt ein bisschen, das nervt. Dann ist der Basis. Entfernen. Boah, geil, ich kann die Farbe ändern. Hey, bleib mal weg, Tim. Lass mich in Ruhe blauen. Okay. Boah, nice, ne? Ich hab nur noch 33 Kohlen. Okay, ich farm jetzt erstmal Kohlenstoff. Das ist gut, dass diese nicht identifizierten Pflanzen. Die muss man mal identifizieren.
Lass mal scannen, ich will sehen, was das ist. T. Subenurium. Interessant. So heißt die Pflanze, die Kohlenwasserstoff hat. Beute. XPID. Oh yeah. Ja, gib mir das Tesabinium. Gib mir den Kohlenstoff. Gib mir den Kohlenstoff. Gib mir den Kohlenstoff. Oh, was ist hier los? Oha! Lass den killen. Get wrecked! Das. Hinterher. Ey, in 6 Sekunden kommt Verstärkung. Okay, ich bin mal kurz weg, Leute. In Abwesenheit bin ich gestorben. Wegen diesen Drecksrobotern. Wie ärgerlich. Schnell meine Leiche suchen. Ah, da ist es ja. Diese Drecksroboter. Entschuldigung, dass ich kurz weg war. Tesabär Unierum. Mordit. Okay. Ich habe 114, das reicht noch nicht. Wow, jetzt habe ich 366. Ah, ich hab's schon. Ja, das müsste doch wohl eher reichen. Ich guck mal eben wieder, ob ich Audio wieder da ist. Ja. Entschuldigung. Das ist jetzt vielleicht blöd gewesen, aber tut mir leid. Im Taskleiste nur runtergehen würde. Wäre ich auch sehr dankbar. So, weiter wird gebaut. Boah, diese Drecksroboter, können die uns nicht einmal in Ruhe lassen? Warte mal, die Taskleiste stört mich gerade. Mann. Ja, endlich. Oh, kann ja nicht wahr sein, dass es so lange da ist. So, was wollen wir jetzt machen?
Nice. Ja. Boah, leck mich, habe ich jetzt schon wieder keinen Kohlenstoff. Aber ich kann ja schon mal die Technologie einbauen. Oh, nice, eine Flagge. Nice, eine Flagge. Erstmal weglasern. Erstmal weglasern. Okay, ich brauche mehr Kohlenstoff, weil ich habe mehr meine Basis ausgemacht. Ich will so richtig so halt wie in Minecraft für den Anfänger ist. Ein Gebäude mit vier Wänden. Und mit vier Ecken und das war's. Später, wenn ich Pro in dem Spiel bin, weil ich mir so richtige Bergen bauen. What the fuck? Ey, Tim, lass es doch. Ich bin so schon an Leben nicht so weit. Siehst du, wie scheiße das ist? Oh nee, da ist schon wieder so ein Hurensohn. Bauen lässt er mich ja wohl, hoffentlich. Warum lässt er mich ja wohl hoffentlich noch? Ah, scheiße, jetzt habe ich vergessen, eine Tür zu machen. Jetzt fehlen mir Ressourcen. Boah, verpiss dich. Keiner mag dich. Lass mich in Ruhe. Auch Kohlenstoff holen. Oh, das ist ein Double Kill. Nice. Okay, das müsste auch erstmal wieder reichen. Okay, ich gehe jetzt wieder in mein Haus zurück. Was wachsen hier Pilze drin? Oh, jetzt. Nice. Ja, warte. Ach, scheiße. Ein Gefahrenschutzdienst, da muss es. Hey, hey, hey. Mich hier rein. Ja. Schon viel besser, Leute. Erwachen Basis. Kehre zum Basiscomputer. Okay, zack, naja. Zusammenkunden. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Besitzer. Zusätzliche Archive wiederhergestellt. Eintrag Hashtag 4925E folgt.
Konstruktion großteils erfolgreich geborgene ja, Pläne herunterladen. Wer auch immer diese Proto. Oh, es gibt Bauplan. Aha. Magnetisches Feld. Was sind Flora-Behälter? So, Signalbooster packe ich wohl lieber. Ich pack alles hier hin. Nee, die tragbare Raffinerie kommt schon hier rein. Ja. Ja, Basis kommt. So. Mach das. Ich baue hier weiter. Was so abgefuckt. Spiel. Was denn da passiert? Nein, ist klar. Ah, da, noch. Ja, leck mich am Arsch. Wilde, ungezähmte Natur. Ah, da hinten. Da sehe ich Kohlenstoff. Wow, was ist denn das für ein fettes Teil? Interessant, ein S-Blattdrapus. Alter erwachsen, Typ orthogonal, Verhalten weise, Nahrung Nektar, Gewicht 294,5 Kilogramm, Anmerkung reizbar. Dann lassen wir das doch mal über. Ist mir egal. Oh Mann, jetzt wurde zurück. Komm. Renn, Boy. Renn! Na, ich führe gleich den Minenlaser auf. Erstmal wichtig, was zu tun.
Ja, endlich! So, was muss ich jetzt bauen? Jetzt muss ich den Wichser wieder aufmachen. Hast du einen Bauplan-Analysator gebaut, Tim? Wo ist der? Also ich persönlich finde mein Haus schöner. Oh, ein Teleporter. Die kann man aber noch nicht benutzen. Zeig mal. Analyseeinheit online erwartet wieder Eingabe. Diagnosevorschlag der Benutzer sollte vergrabene Technologie an Grabungsstellen bergen. Rüste eine Analyse, wie sie aus und verwendet ist. Okay, was muss ich jetzt? Ah, geh ich mal lieber zum Notsignal. Okay, los geht's. Ist das jetzt nicht deren Ernst? Boah, nee, ey. Gib mir die Wasserstoff. Brauche die. Zwei Wasserstoff. Boah, ich kann auch Chemie, Leute. Okay. Wo wollen wir denn jetzt hin? Zum Raumschiff. Vielleicht ergibt sich da was. Muss ernsthaft 5 Minuten fliegen. Da gehe ich doch lieber Impulsantrieb benutzen. Oh, Soundbox. Ist ja am anderen Ende der Map. Okay, es reicht. Boah, nie. Ja, ich bin viel zu weit geflogen. Warte mal. Frag mich, ob ich jemals gegnerische Raumflieger sehen werde. Life is older. Bumm. Okay, 12 Sekunden noch. 13 Sekunden noch. Okay, 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lande!
Lande, lande, lande! Was machst du denn da? What? Hey, hey, lande mal. Aber ich sehe ja hier. Was ist das hier? Wow. Boah, ich bin echt perfekt gelandet. Diese Steuerung fuckt mich so ab. Hier ist ja nicht mal was. So. Let's go. Hallo, ist hier auch was? Ich fliege jetzt nicht zurück und... Interaktion Nummer übertragen, gelöscht, mögliches Versagen bei Grenzschichtablösung. Schiff 16 geleert, Wächterinterpretation. Diagnose, keine Verbindung. Analyse, erwartet neue Interaktion. Anomalie, Eindämmung vorbereitet. Übertragung. Reisenanomalie entdeckt. Oh, oh, oh. Position verzeichnet. System integrierter Scan installiert. Anomalie ist konform. Bitte nicht. Ja, und jetzt? Was ist das für ein Tier? Ein Keflosubis. Gefährliche Flora. Warte mal. Und jetzt? Quasi. Scannen. Okay, was ist denn das? Ah, Gahamid. Oh, was da hinten? Oh, gefährliche Flora. Beschädigte Maschinerie. Interessant. Aha, da haben wir doch was. Okay. Oh, sind das irgendwelche Tiere? Den Koflossibus und das hier? Mal gleich erstmal scannen. Hey, renn doch nicht weg. Atritorigeusi. Boah, nee. Hier ist gar kein Wasserstoff in der Nähe. Der Tim ist anscheinend auf einem anderen Planeten. Oder auf einer Raumstation. Nee, ich. Da, die Wasserstoff.
Komm, komm, komm. War doch wohl ein Verriesstaub. Oha. Oha, Matus. Interessant. Geil, ich habe 33 Nanit tauchen bekommen. So. Mann. So. Ah, ein Käfluss, so bist du. So, Kohlenstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff. Was ist das? Oh, das ist eine neue Art. Komm, scan sie. Ist das ein Raubtier? Wegreineko. Ist ein Jäger auf jeden Fall. Wo war jetzt das andere? Da unten. Boah, ich will unbedingt mal eine Kolonie entdecken oder so. War das nicht mehr? Ein Käfluss-Zubis. Nee, das schon. Okay.
Warum? Boah. Okay, das hat jetzt glaube ich kaum gemacht. Was ist da hinten? Ein Dauberin. Boah, ja, ist gut. Jedem Spaltungssystem interessiere mich eh nicht. Oh. Ja, hier kann ich reinfallen, Leute. Oh nice, das sieht fresh aus. Ach so. Oh nee, ich hab gar keinen Sauerstoff mehr. Ah, Bastard. Wir brauchen vergrabene Technologie. Was ist da hinten? Gib schneller. Ah, scheiße. Wo ist mein Schiff? Ich komme. Nein! Ich komme, Schiff. So. Das waren nur ein paar Bäume. Oh, ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes. Oh Mann, oh Mann. Ah, oh man, geh doch raus. Ui.
Ja, 10 Sekunden noch, dann bin ich da. Näher, näher, näher. Nice. Ach ja. So. Da forschen wir einen neuen Bauplan. Was könnte ich gebrauchen? Okay, ich baue mal lieber einen Speicherplatz. Nice, das klingt doch gut. So, zum Basiscomputer. So, was brauche ich jetzt? Warnung. Okay. Notfallübertragungscode 16 16 16 16. Jetzt muss ich ernsthaft zur Raumstation. Jetzt muss wirklich. Okay, los geht's. Ab zur Raumstation und intelligente Lebensform finden. Boah, nee, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ja. Kann ich wieder Feri-Staub abbauen? So, ab zur Raumstation. Was ist? Okay. Boah, jetzt geht's los. Ja. Ich muss immer noch eine Minute fliegen. Ich habe nur Raumschiffe zerstört, wie kann man das denn machen? Oh, es gibt drei Gelben. Ah, los geht's. Boah, nice.
Nee, ich habe gerade Raketen abgeschossen. Okay, auswählen. Mal kurz weg, Leute. Wenn der fliegt. Station vorbeigeflogen. Okay, 20 Sekunden noch. Nice, die sieht aber richtig nice aus. Okay, wie komme ich jetzt da rein? Boah, yeah! Boah, mega! Todesstern, Alter! Ist ja richtig Killer. Ui! Erstmal landen. Boah, drehen. Und raus. Okay, ich war schon mal in einer. Aber das Gefühl, immer da reinzufliegen, das ist so episch. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Kaufmann Iro. Die Lebensform wartet hinter ihrem Terminal. Sie mustert mich von oben bis unten und scheint entschieden zu haben, dass ich kein Kunde bin. Sie sieht nicht besonders hilfsbereit aus. Okay, ich soll wohl leer verschwinden. Danke. Guten Tag. Die Lebensform wartet hin. Oh, danke. Ja, du bist safe auch. Ah, kann ich wieder ein bisschen am Charakter arbeiten.
hast du zu sagen? Die mögen mich alle nicht. Ja, mein Aussehen einfach. Ich meine, kurz Anomalie. Eine Pre-Order an. Nein, das ist mein Gecko. Nein! Ah, der sieht gut aus. Sehr ärgerlich. Okay, was ist hier? Oh, hallo. Oh, noch ein Gecko. Hallo, du Gag. Die Leben vor plappert los und schätzt mich mit perlenartigen, neugierigen Augen ab. Vielleicht kennt ihr den Code, den ich beim Seminar verstärkt habe. Ja. Der ist ja eben verstummt. Ich weiß nicht, ob er den konnte. Aber meine Worte hatten offensichtlich dramatische Auswirkungen auf. Na du? Der Atlas passt die Version 3. Das ist nicht so gut. Wir gehen hier durch. Wirklich? Gegen so einen Frachter? Ah, guck mal, der hat mir zugewunken. Lebensfort starrt mich einzeln an. Komm. Wir beobachten dich, reisender Freund. Finde, was wir mit dir hinterlassen haben. Wo der er ihn spricht, stammen die Worte nicht von der Kurve. Ich sollte gehen und finden, was auch immer man mir hinterlassen hat. Okay, Lebenszeichen und dann. Wo kann ich hier was kaufen? Waffen? Oh. Ach so, das sind die Fraktionen. Okay, dann sollte ich wohl zurückziehen. Ja, aber erstmal ändere ich nochmal mein Outfit. Oh. Hallo. Ein Raumschiff sieht. Hey, flieg doch nicht weg. Nein. Asozial. Okay, ich habe keine Lust mehr auf die Gags. Tut mir leid, Leute, aber... Das ist so klein, sind sterben. Was ist denn hier unten eigentlich? Achso. Ich kann mal runterfallen und ganz mild wieder hochlaufen. Ey, ich will was kaufen. Boah, nee. Sie mögen mich alle nicht.
Okay. Gucken wir uns mal was nach. Vom welchen? Keiner. Okay, ich bleib die Anomalie. Das sieht nur so aus. Motor so. Bin immer noch in dieser Raumstation. Tiefe. So, okay. Jetzt bin ich Stormtrooper. Okay, weiter geht's. So, los geht's. Let's go. Ab zu dem blauen Planeten dort. Ist klar. War klar. Das Spiel mag mich nicht. Okay, los geht's. Kann ich mal meinen Controller kurz öffnen? Nee, schneller. Schneller. Okay, jetzt sollte ich genug haben. Ja, 60 müsste reichen.
Oh, das sieht richtig nice aus. Das sieht wie ein kaputter Frachter aus. Oh Mann, Hype is real. Hype is real, Mann. H2, okay, Protokollbeschädigung und vollständige Aufzeichnung. Ja, geht mal ein Protokoll her. Okay. Starten. Oh, Hyperantrieb. Okay. Jetzt Mikroprozessoren kaufen. Kann ich jetzt da ernsthaft wieder zurückgehen? Ja, da kann ich gleich nochmal in die Aussehenspa gehen. Ah, Leute, ich weiß jetzt, wie ich meinen Pre-Order-Bonus kriege. Okay, nee. Ah, Bonusinhalte einlegen. Yeah. 10.000 Units, nice. Das nehme ich doch. Oh, was ist denn hier passiert? Ah, da bin ich in der Raumstation. Miau. Okay, jetzt habe ich auch wieder 10.000 Units. 95.000. Ich will den Rest auch noch haben. Ja, ich bin wieder. Ey, wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Ja, gib mir die X. Boah, die gönne ich mir gleich. Von der Corvax? Das sind ja unsere Freunde hier auf der Base. Nice. Nice, jetzt habe ich. Nein! Okay, ich warte. Okay, los. So, wo kaufe ich Mikroprozessoren? Wie teuer sind die? Oh, für 97.000? Ja, Kupfer besorgen wir einfach nachher.
Nein, ich habe immer noch nicht genug Geld. Was soll die Scheiße? Kommst du auch zur Base? Boah, ich brauche die Wasserstoffgelee. Ey, wir kriegen schnell 97.000 Koffer. Oh, hallo Tim. Ey, hast du irgendwie was, was du mir geben kannst, damit ich 97.000 Koffer habe? Musst du das auch holen? Wie viel Geld hast du? Wie oft muss man... Fünfmal muss man Mikroprozessoren kaufen. Braucht man dann fünfmal 95.000? Keine Ahnung. Warte. Oh nice, zieht euch den Helm rein. Ja, richtig Vorschau. Ach nee, leck mich doch. Nee, dann einfach nur den Teil. Unter Einstellung allgemeine Option Bonusinhalt. Ja, yeah. Nice. Oh, wo krieg ich Units her? Oh Mann. Unter Start allgemeine Option und dann Bonus. Wie viele Mikroprozessoren brauche ich? Stück brauche ich. Hey, ich brauche 95.000 Geld. Scheiße, ist teuer. Ey! Bist du der Bastard, der da dran ist? Geh doch mal weg! Hey, du! Bremhof-Zyklus. Ja. Kann noch irgendwas verkaufen? Anscheinend nicht.
Geil, ich kann mir jetzt wieder einholen. Wie hast du Geld gefarmt? Warte mal, vielleicht sollten wir Alien-Artefakte suchen. Let's go. Ich will ein neues Schiff haben. Ich schieß. Zu welchem Planeten? Popo 4? Warum nicht? Okay. Können wir dann eigentlich in andere Systeme reisen mit dem Hybrand? Vielleicht ist dann in anderen Systemen ein bisschen mehr Action los. Zieh dir mal die Schäden. Oh, mein Impulsantrieb ist off. Nein! Die sind nicht wirklich durchs Loch geflogen. Okay, nur Silber. Ja? Boah, falls du das vorher mir fertig hast, warte bitte, Tim. Lass gemeinsam in eine andere Galaxie fliegen. Komme. Wo kann man sehen, aus was der Hyperantrieb besteht? Ja. Ja, und dann, ich sehe schon. Ich habe drei von chromatisches Material. Du musst Natrium, glaube ich, Kohlenstoff mit einem Fabrikator umwandeln. Kupfer daneben. Zum Glück ist auf dem Planeten Kupfer. Nee. 25 Sekunden noch. Und 23 Sekunden. Du bist schneller da, ist so obvious. Oh, los, los, los. 4 Sekunden noch. Boah, die neue Waffe ist ja richtig nice. Ah, um Kohlenstoff abzubauen, braucht man ja
Ja, ich wollte. Nimm mal ganz viel Kupfer mit und bring mir das dann. Weil ich muss ja erst diesen scheiß Terrain-Manipulator machen. Markier's einfach. Ich bin noch neben dir gelandet. Ist einfach ein paar Kilometer weiter entfernt. Okay. Das Spiel hat noch seinen Bock. Ja. Ah nee, ich muss erst die Wasserstoffgelee. Ach ja, schön. Och, ey, meine. Ja, ich hab doch zweimal Kohlenstoffnahme. Geht auch nicht kaputt. Ja, warte, Kohlenstoff. Kupfer. Ja, weiß ich wohl. Doch, ja, neue Flora. Ich hab da hinten eine Kupferansammlung entdeckt. Ich renn da hin. Ach so. So mit dem neuen. Ah, da ist noch. Kupfer, 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 da, 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 da. Ich habe 144 Kupfer, das müsste wohl reichen. Ich habe hinten noch eine Kupfermine gefunden. So, lass irgendwelche Wert. Summendes Ei?
Na komm. Ja, ein außerirdisches Artefakt. Das ist wieder Geld. Ey, bist du das da hinten? Bist du da hinten? Bist du an so einer Grube? Was? Ah, Scheiße. Hallo? Bist du das wirklich nicht? Das bist du. Ah, das bist du. Ja. 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 Du bist bei mir einfach 500 Meter entfernt. Nee, das ist deine Base, du Keck. Ich hol mir ein außerirdisches Artefakt. Warte mal, vielleicht steht im Tutorial was. Verkauf von galaktischen Handelsnetz war Gegenstände für Units. Handelsterminals findest du in Raumstationen, Außenposten umgehen. Bau wertvolle Metalle von Asteroiden im Weltraum ab oder finde mit Hilfe des Analysevisiers wertvolle Weltressourcenansammlungen auf Planeten. Extremwetter bedeuten mehr Wert. Die Missionstafel. Installiere einen Wirtschaftsscanner in deinem Raumschiff, um Zugriff auf die wirtschaftlichen Daten auf der Galaxiekarte zu halten. Plan dein Handelsgut, um den Profit zu maximieren. Eine komplementäre Wirtschaftsform, um die perfekte Handelsgute. Die Landwirtschaft kann äußerst lukrativ sein, wenn eine gute Mischung an Naturen ist. Bestell mit ihnen neue Gegenstände. Okay. Nee, ich bin gelaufen. Anscheinend. Warte, wir brauchen jetzt unbedingt Money. Boah, leck mich. Stirb. Vielleicht sollten wir im Weltall Gold farmen. Dafür gibt's auch ordentliches Cash. Warte mal, ich habe einmal gehört zu No Man's Sky Nets, dass es so unterirdisch mehr Ressourcen geben soll. Ja.
Oha. Ganz schön viele Tiere. Ein X-Pantelami. Ein Ormatusk, der gerade verschwunden ist. Ein Füttern. Ah, nee, das ist ein L-Fregadale. Kupfer 140, warum? Nein, bitte nicht. Ich habe 106. Aber ich habe noch 4 Chromatin. Okay. Und lass es mal arbeiten. So, Mikroprozessor. So, Kobalt ist ein bisschen was wert. Insgesamt 2600 Units. Natrium insgesamt 3000. Kürbisknolle 41. Goldstoff 12. Mordit 2000. Die Wasserstoff 986. Salz, Salz, Salz ist was wert. Ich krieg 22.724 für 46 Salz. Was? Das ist so bei Pflanzen zwischen den Felsen. Boah, das ist ja richtig nice. Ja, ich habe 4 von 125 chromatisches Material. Nein! Man kriegt ja nicht pro 2 zu 1. So eine Scheiße. Ist der jetzt echt. Nein! Okay, jetzt fliege ich auch mal Kopf. Boah, ich kann mir gleich den Hyperantrieb kaufen. Ja, ich bin beim Kupferlager gelandet. Was brauche ich aber, um den Scanner aufzuladen? Gebt mir das Kupfer. Okay, das war's jetzt. Ah, noch mehr Salz, nice. Salz, Salz, Salz. Staub. So, wie viel Kupfer fehlt mir eigentlich noch? So.
48 Stück fehlen, also noch so ungefähr. Sechsundneunzig Kupfer. Ich finde hier auch Uran. Bei so einer Kupferanlage. Ich habe 10 Uran. Ah, hier ist auch Uran. Noch mehr Uran. Boah, das ist ja eine riesige Kupfermine. 125. Nee, ich würde nur 60 Kupfer bekommen. Ey, baue ich noch mehr Salz halt ab. Salz ist auch ziemlich effektiv. Salz, Salz, Salz. Warte mal. Wie viel Salz ist, wie viel ist eigentlich schon mein Salz mehr? Ich würde jetzt sage und schreibe 61.000 Units bekommen. Aber du brauchst trotzdem noch Geld, oder? Ich fliege gleich zur Raumstation und verkaufe erstmal mein ganzes Sack. Dann hat sich's ausgesalzt. Ja, 74.000 Units und nochmal 10.000 extra. Okay, das ist erstmal genug Kupfer. Leck mich! Bonnie! Du scheiße mir den Antrieb, dass er alle 5 Minuten leer ist, ja. Oh Mann, ein bisschen Ferritstaub, damit ich eine Metallplatte kaufen kann. Und dann brauche ich noch die Wasserstoff. Und dann kann ich mir wieder einen Motor bauen. Ich hatte ja auch 40 Uran, merke ich jetzt so. Keine Ahnung.
Probier mal. Für Gold krieg 2000 Units. Für Uran 3000. Also würde ich jetzt nicht verkaufen. So. Jetzt baue ich den restlichen Shit um. Oh Mann. So, schon umbauen, umbauen, umbauen. Lebenserhaltung ist auch wieder leer. Aber ich habe eh genug Kupfer. Hat sie ausge... ist aus, ne? Mein letztes Kohlenstoff. So, eine Minute noch. Ich baue etwas Kupfer in chromatisches Material um. Ja, kauf mir das und dann habe ich einen Hyperantrieb. Und dann geht's erstmal los. Dann. Ja, ja, mach ich ja gerade. 95 Kupfer noch. So, eigentlich habe ich gleich genommen. Naja. Nee, ich brauche 125. Warte mal, das möchte ich jetzt nachgucken, bevor ich vom Planeten wegfliege und dann das merke. Dein Haus hast du perfekt gebaut. perfekt, Lenny. Ja, wir treffen uns in der Basis. 125, danke. Was ist das Schickeste? Uran bringt nur 3000. Wo ist denn jetzt die Raumstation? Nee, ich bin Frachter. Ah, da. Okay, ich bin mal kurz weg. Oh nee, ich bin doch nicht weg. Warte noch, hast du schon 5? Lass uns in der Raumstation treffen.
Boah, ich finde das nice, wie da unten Impuls wird aktiviert gezeigt wird. Ich bin mal kurz weg. Wieder da, wieder da. 14 Sekunden noch. 9, 8, 7. Oh, mein Treibstoff geht schon wieder leer. 5, komm schon. 4, 3, 2, 1. Ja, geschafft. Warum nicht? Hui. Undock-Vorgang eingeleitet. Remove Station. So. Hahaha. Gegenstände aus dem Inventar verkaufen. Okay, jetzt habe ich das Geld. Gib mir die 2 Mikrochips. Ich könnte mir immer noch ein Volk. Was haben die noch so? Okay. Jetzt bauen wir uns einen Hyperantrieb, Leute. Ja, ich habe einen Hyperantrieb. Ja, Reisemeilensteine erreicht. Händler. Oh, jetzt muss ich Antimaterie suchen. Eine Warp-Zelle. Bin mal kurz weg, Leute.
keine Ahnung, wo ich den herkriege. Ja, Treibstoff ist gerade leer. Flieg zu dir. Komm schon. Okay, ich muss erstmal Antimateriegehäuse herstellen. Hast du Sauerstoff, das du mir geben kannst, Tim? Was ist das für ein Plan? Das sieht nach einem schönen Planet aus. Der hat eine... Warte mal, da kommt dieses Feuer. Hat er eine... Ja. Hat er eine Ozonschicht, der Planet? Wow, 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 was ist das denn? Hilfe! Wow! Hey! Was ist das denn? Lasst mich in Ruhe! Leute! Ihr müsst mich doch nicht gleich umbringen! Euch werde ich es geben. Nein! Nein! Ich habe keinen Raumschiffantrieb mehr. Hilfe! Tut die an. Ah, die haben mich umgebracht. Was ist das denn? Oh mein Gott. Biolog. Vielleicht kriegen wir aber Sauerstoff, wenn wir die umbringen. Okay, bin noch mal kurz weg.
Oh Mann, Leute. Richtige Bastarde. Stell einfach irgendwo oben drauf und kill die dann. Ja, der Schwabel ist klar. Ich habe auch nichts für die Startschubdüsen. Ich habe mein Inventar komplett verloren. Ja, ich bin zweimal gestorben. Es war nur ein Punkt. Ja, es war nur eins. Das andere ist weggegangen. Was machen wir denn jetzt? Lass mal rüber. So, für eine Warp-Zelle brauche ich Antimaterie und Antimaterie-Gehäuse. Wie stelle ich Antimaterie-Gehäuse her? Wann habe ich es bekommen? Ja, ich bin gestorben. Nein, tut es. Raumschiff, Treibstoff. Soll ich zurück zur Basis fliegen und gucken, ob die dort was im Angebot haben? Weil ich ja eh genug Geld habe. Wo? Wo bist du? Wo genau ist es? Schieß in die Richtung. Das sieht voll leck aus. Okay, ich guck mal. Mein Raumschiff. Was ist das für ein interessanter Pilz? Weißt du, wo es hier die Wasserstoff gibt? Ah, ich hab die Wasserstoff gefunden. Boah, Ferry-Staubung. Mann.
Oh Mann. Komm, bau. Ich will endlich in eine andere Dimension reisen. Oder in anderen Galaxien. Hier hinten. Hier komm zu mir, bei mir ist es. Oder auch nichts mehr. Ah, Gift. Wir wurden so hochgenommen. Wir hätten da nicht landen sollen. Ich dachte, dann gibt's Sauer. Sollen wir woanders landen? Mein Gefahrenschutz ist kaputt. Sollte ich zur Basis fliegen und gucken, ob man dort kaufen kann? Eine Warp-Zelle produziere. Oder warum? Ich fliege aber vorher noch dahin. Ja. Eins aber von zwei nur. Eins von zwei nur, das andere ist weggepackt. Ausgerechnet das, wo mein ganzer Loot drin lag. Alles. Nee. Ich flieg zur Raumstation. Warpzelle, Antimaterie, Gehäuse. Die wird markiert. Was ist denn da unten für ein Planet, der so rot ist? Die ist auch hinter einem Planet. Die ist hinter einem Planet. Kaufen. Weil da steht Kauf, oder?
Wow. Okay. Was? Hm? Komm schon bitte. Nee, ist jetzt nicht wahr. Ich kann alles kaufen, nur keine. Antimaterie-Bullshit. Wie krieg ich die? Ja, Leute, dieses Problem ist sehr ärgerlich. Ich werde auch die Folge für heute beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen guten Tag heute. Morgen kommt dann die dritte Folge. Und dann bin ich jetzt auch.